Savimar Margera im Duell der Löwen aus Lissabon gegen die Löwen aus Zürich. Hatten die Löwen aus Lissabon einfach mehr Biss? Sie haben sehr gut gespielt am Anfang, das ist klar. Sie sind sehr schnell, sehr technisch, wir hatten Probleme. Aber dann der 2-0, wir haben reagiert, wir hatten probiert, wir hatten drei, vier große Torschüsse, aber leider werden kein Tor geschossen. Sie haben es angesprochen, offensiv ein paar gute Aktionen. War das schon eine Steigerung jetzt im Vergleich zum Luzern-Spiel zum Beispiel? Ja, wir haben vielleicht mehr gemacht nach vorne, mehr Risiko genommen. Aber wir sind sehr im Moment, wenn du machst einen Fehler, das ist sofort ein Tor. Du kassierst immer ein Tor. Aber ich bin überzeugt, wir haben Qualität und wir müssen noch mehr machen und die positive Sache kommt. Drei Aluminiumtreffer in diesem Spiel. Ist einfach so, wenn man im Negativspirale ist, dann kommen auch solche Sachen hinzu. Das ist klar. Wenn du hast so viele große Torchancen, du schießt kein Tor, das ist immer so. Das klappt nicht gut für die Mannschaft. Aber ich bin überzeugt, wir sind einen guten Weg und wir machen alles für das Dreh. Sie sind auch neu hineingekommen wieder nach der Verletzung, eingewechselt worden. Wie fühlen Sie sich? Bei wie viel Prozent sind Sie im Moment? Ich fühle mich gut jetzt. Ich hatte keinen Schmerz mehr im Fuß. Das ist gut für mich. Und ja, vielleicht 80-90%. Und wir haben viele Spiele und ich bin parat für die nächste große Spiele.